Karl Werner. Bei uns heißt der Spinnstuhl. Und wie es so zugange ist, das singen wir jetzt in dem Lied Dreh dich, dreh dich. Also, man muss so an dem Rad drehen und dann treffen. Das muss man erst einmal eine Weile üben. Und dann? Wenn man das kann, muss man da den Faden einfädeln und dann immer ein bisschen Woll rauslassen. Dann hat man den Faden. Ach, das drei Däumen und dann geht es so drauf, ne? Okay. Ich werde das jetzt mal ausprobieren. Ich werde jetzt mal das Spinnrad von deiner Schwester. Also ich lese euch jetzt mal ein Gedicht vom Eurowald vor. Und zwar hat es der Johann Georg Beste Gedicht. Das war so ein richtiger Eurowelle-Buch. Der Eurowald, der Eurowald, wie ist der doch schon schön. Im Sommer wohnt er alles grün, im Winter auch im Schnee. Man hat in früheren Zeiten oft der Eurowald verlacht, auf alle Eurowelle leid, sei dumme Späste macht. Das Ding ist allemal angespannt, gedankt sei's unserem Gott. Der Eurowald und auch sein Kind, die werden nie mehr verspottet. Man hat gesehen, der Eurowald, der ist doch wunderschön. Und hat daher ein Aussichtsraum gestellt auf jede Hei. Die stehen dort hoch auf der Berg, aus Eisen oder Holz, und gucken in die Welt hinaus, ins Tal der Nunnen stolz. Und wer da kommt in Eurowald, der steigt halt auch da nuff, und ist er drüber, sicherlich macht der die Arme auf. Bewundert unseren Eurowald mit Wäldern, Wies und Feld und seht, wie schön ist doch der Eurowald, gibt's nichts mehr auf der Welt. Touristen kommen gar zu viel, viel hundert letzte Zeit. Aus ganz Europa, ja, übers Meer, da kommen ja die Leute. Keine so gute Luft, die gibt's nicht überall. Die Kurgäste kommen jedes Jahr von auch in größerer Zahl. Viel Spaß noch und singt kräftig mit.
heißt es doch. Die Jazz-Tanzgruppe des TSV Reichelbach. Ein Auszug aus dem Musical König der Löwen. Also ganz was anderes, wie Sie bisher gesehen haben. Das ist jetzt Jazz-Tanz auf moderne Melodien. Viel Spaß damit. Yeah.
Geduld und Gewissenhaftigkeit. Ergebens untertänig und gewieft leg ich Gewicht auf Takt mit einem Schuss Beflissenheit. Ja, ich melde meinem Herrn schon, was in seinem Reich passiert, berichte ihm, was er zu hören geruht. Schon gut, so, so, kommt zur Sache. Auf diese Art hat seine Majestät informiert. Und was ist seine Frau denn getan? Sag so. Der Morgenreport! Affen, Gaffen, Affisch und Giraffen tun sich groß. Und die Elefanten bilden rund und pausenlos. Mich luden Krokodile ein, ihr Mittagsmahl zu sein. Um mich dann zu beweinen, doch ich sagte danke nein. Denn was ein schräger Vogel ist, das weiß der Geier auch. Da fühlt sich sein doch niemals blöd, sonst endet er im Bauch. Haha! Das ist der Morgen. Die Farbe der Saison. Vorsicht, wenn ein großer Käfer mit den Augen winkt. Denn die allerschönsten sind die Yeah.
Gott, sie finden nichts dabei. Sie lieben sich. Für uns bedeutet das, wir drei sind nur noch zwei. Die schummerige Dämmerung, der schwere Blütenduft und ein steht fest, wenn's so romantisch wird. Liegt unheil in der
weiß ich nicht, ob ich einen kleinen.